Misuto und Yume stehen in der Tür. Beide sehen aus, als ob sie hinausgehen wollten, aber keiner von beiden macht eine Bewegung, um das Haus zu verlassen. Die Ex-Geschwister, die sich im Stiefgeschwister verwandelt haben, stachen sich mit verhaltener Verärgerung an, die durch schmerzhaftes Desinteresse überdeckt wird. Bevor ihr angespanntes Gespräch weitergehen kann, äußert Yuni, Yumes Mutter, ihre Überraschung darüber, dass die beiden noch zu Hause sind. Misuto und Yume setzen ein Lächeln auf und behaupten, sie wollten gerade gehen. Yuni freut sich darüber und bittet Misuto, auf Yume aufzupassen, da sie davon ausgeht, dass sie beide das gleiche Ziel haben werden. Als sich die Tür schließt, fällt das Lächeln, das Misuto und Yume aufgesetzt haben, sofort ab. Die Stiefgeschwister tauschen frech Beleidigungen aus, wobei Yume Misuto einen Streber nennt und der Junge sich revanchiert, indem er seine Stiefschwester eine Verrückte nennt. Ihr hartnäckiger Schlagabtausch endet mit einem lauten Knall. Später am Abend ist die Familie Irido fröhlich zusammen zu Abend. Miniyaki kommentiert, wie schön es ist, dass Yume und Misuto sich verstehen. Seine Frau stimmt ihm zu und bemerkt, dass es heutzutage nicht überraschend ist, ein Stiefgeschwisterchen zu haben. In dieser Zeit der Familienvielfalt. Doch hinter dem Küchentisch bedroht Yume Misuto und warnt ihn davor, die Eltern ihre Entscheidung bereuen zu lassen. Im Gegenzug murmelt der Junge, dass er das Geheimnis ihrer vergangenen Beziehung mit ins Grab nehmen wird. Die frisch Vermählten plaudern fröhlich weiter, ohne die feindselige Atmosphäre zu bemerken, die ihren Sohn und ihre Tochter umgibt. Nach dem Essen entspannt sich Misuto mit einem Buch in der Hand in seinem bibliotheksähnlichen Zimmer. Ein Klopfen an der Tür lenkt seine Aufmerksamkeit ab und die geistlose Yume kommt herein. Trotz des emotionslosen Gesichtsausdrucks des Mädchens ist sie über das aktuelle Namensdilemma verärgert. Während Yume es tolerieren kann, Misuto beim Vornamen zu nennen, kann sie es nicht ertragen, dass der Kerl dasselbe mit ihr macht. Aber sie haben denselben Nachnamen, was könnten sie also sonst tun? An dieser Stelle enthüllt Yume ihre perfekte Lösung. Es ist nur angemessen, wenn Misuto, der jüngere Bruder, das Mädchen, wohlgemerkt seine Ex-Freundin, ältere Schwester nennt. Dem widerspricht der Junge gelassen und meint, es sollte umgekehrt sein, da er der ältere Bruder sei, doch Yume weist ihn darauf hin, dass sie zwar am 3. November den gleichen Geburtstag haben, aber 30 Minuten früher geboren wurden, sodass sie die ältere Schwester ist. Die beiden streiten sich immer weiter und keiner von beiden will nachgeben. Um den Streit zu schlichten, schlägt Misuto vor, ein Spiel zu spielen. Obwohl Yume immer noch verärgert ist, stimmt sie zu und versucht sich einen vernünftigen Vorschlag auszudenken. Sie kommt auf folgenden Vorschlag. Wer etwas tut, was ein Geschwisterkind normalerweise nicht tun würde, wird als das jüngere Geschwisterkind gebrandmarkt. Diese Regel gilt auch, wenn die Eltern nicht dabei sind. Misuto nimmt diesen Vorschlag an und Yume erklärt daraufhin den Beginn des Spiels. Sehr zu Misutos Verärgerung versucht Yume jedoch sofort, den Jungen zum Verlieren zu bringen, indem sie seine Sachen durcheinander bringt. Misutos Panik steigt allmählich, als seine Stiefschwester langsam immer näher kommt, um seine Büchse der Pandora zu öffnen. Um sie zu stoppen, täuscht Misuto seine Zuneigung zu Yume vor und veranlasst das Mädchen, ihn fälschlicherweise bei seinem Nachnamen zu nennen. Dieser Vorfall zählt als Verlieren. Ihr Gezänk bringt Yume schließlich an den Rand der Tränen und sie erklärt frustriert, dass dies einer der Gründe ist, warum sie Misuto nicht mag. Am nächsten Morgen, an ihrem ersten Tag an der Rakuro Private High School, posieren die beiden Stiefgeschwister zusammen, während ihre Eltern Fotos von ihnen machen. So sehr sich das Ex-Paar auch bemüht, sich in dieser neuen Umgebung wie Fremde zu verhalten, so schwierig ist es zweifellos, wenn sie in dieselbe Klasse gehen und sogar nebeneinander sitzen. Ein genervter Misuto beobachtet, wie Yume sofort zu Miss Popular wird. Sie wird sofort zur gewählten Vertreterin der Erstklässler. Zwei Jungen aus ihrer Klasse machen sich auf den Weg zu Misuto in der Hoffnung, sich mit ihm anzufreunden. Später auf der Jungstoilette belauscht Misuto ein Gespräch zwischen den beiden Jungs. Es stellt sich heraus, dass alle in der Klasse bereits wissen, dass sie Stiefgeschwister sind. Einer der Jungs erwähnt seinem Freund gegenüber, dass er nur so tut, als ob er sich mit Misuto anfreunden würde, um Yume näher zu kommen. Nach der Schule sitzt Yume allein in ihrem Zimmer und liest ein Buch. Als sie Misuto kommen hört, stellt sie ihn zur Rede und ärgert sich darüber, wie die Jungs aus ihrer Klasse ihn behandelt haben. Misuto, der coole Typ, der er ist, zeigt sich davon unbeeindruckt und sagt Yume, sie solle sie ignorieren, doch das Mädchen lässt das nicht auf sich sitzen und beschließt, einen Weg zu finden, Misuto zu helfen. Obwohl sie vereinbart haben, getrennt zur Schule zu gehen, wird Misuto am nächsten Morgen von einer gut gelaunten Yume verfolgt. Als sie das Schultor betreten, kommen die beiden Jungen von gestern lächelnd auf Misuto zu, doch bevor sie auch nur einen Satz zu Ende sprechen können, erscheint Yume an Misutos Seite und drückt ihre Brust an Misutos Arm. Sie tut so, als hätte sie einen Bruderkomplex, was die beiden Jungs zwar verwirrt, sie aber tatsächlich zum Verschwinden bringt.
Später am Tag sind die Stiefgeschwister allein zu Hause. Da ihre Eltern erst spät nach Hause kommen, vereinbaren sie, etwas zum Abendessen zu kochen. Misuto neckt Yuma, als er herausfindet, dass sie nicht gut kochen kann, da der Junge durch das Zusammenleben mit seinem Vater ein guter Koch geworden ist. Während Misuto den Inhalt des Kühlschranks durchstöbert, denkt Yume daran, was sie an diesem Morgen getan hat. Es ist ihr peinlich, wie sie sich verhalten hat, und die Berührung ihrer Brust mit Misutos Arm stört sie immer noch. Als sie Misutos frisch gekochte Hühnerbrust essen, hält Yume es nicht mehr aus und sagt, dass der Junge das, was an diesem Morgen passiert ist, aus seinem Gedächtnis löschen muss. Es dauert eine Weile, bis ihr Stiefbruder begreift, was sie meint, und er sagt Yume sogar, dass er es schon vergessen hatte, bis sie es erwähnte. Unter der Dusche schrubbt sich Yume wütend den Körper, während ihr Misutos Worte durch den Kopf gehen. Er hat es schon vergessen? Bedeutet das, dass Misuto ihre Brust für unscheinbar hält? In einem Versuch, Misuto aus einer coolen Typenrolle zu provozieren, verlässt Yume das Badezimmer, eingewickelt in ein Handtuch, das fast zu klein für sie ist. Sie freut sich sehr über Misutos Reaktion. Der Junge ist knallrot und versucht, sie nicht anzuschauen. Oh, es fällt ihm definitiv schwer, die Fassung zu bewahren. Aber Yumes Verhalten rächt sich, denn ihr Handtuch löst sich langsam auf. Sie merkt, dass sie das Spiel zu weit treibt und gerät in Panik, als Misuto auf sie zugeht. Anstatt das zu tun, was sie von ihm erwartet hat, gibt Misuto Yume seine Jacke, um ihr zu helfen, sich zu bedecken. Misuto tadelt Yume, weil sie zu impulsiv war, und erinnert sie daran, dass sie durch das, was sie heute Morgen getan hat, ihren hart erarbeiteten Ruhm hätte verlieren können. Aber Yume weist das zurück und besteht darauf, dass sie nicht zulassen wird, dass jemand ihre Familie herabsetzt. Coole Aktion von ihr. Misuto erkennt ihre Aufrichtigkeit an und dankt Yume für das, was sie getan hat. Yume antwortet nicht, sondern umklammert ihr Handtuch und steht auf, um zu gehen, doch da das Schicksal die beiden anscheinend zusammenhalten will, stolpert Yume über Misutos Jacke und das ehemalige Paar fällt in einer fragwürdigen Position zusammen auf das Sofa, wobei eine aufgeregte Yume unter einem überraschten Misuto liegt. Für einen Moment vergessen die beiden die vereinbarte Regel und küssen sich fast, bis sie durch das Geräusch der nach Hause kommenden Eltern unterbrochen werden. Sie geraten in Panik und Yume versteckt sich unter dem Sofa, während Misuto versucht, so zu tun, als ob alles in Ordnung wäre. Den beiden wird klar, dass die Situationen wie diese genau der Grund sind, warum sie sich gegenseitig verachten. Schade eigentlich. Ich meine, klar, die beiden sind jetzt Stiefgeschwister. Ich will das nicht gutheißen, aber die waren ja davor schon mal in einer Beziehung und dann sind die Eltern scheinbar zusammengekommen. Also ich glaube, die würden doch eigentlich ganz gut zusammenpassen, oder? Was meint ihr? Schreibt das doch sehr, sehr gern mal in die Kommentare, Freunde, was ihr davon denkt. Am nächsten Morgen ist in der Schule der Tag der Fitnessprüfung. Kogure Kawanami spricht Misuto beiläufig an und bittet ihn, sein Partner bei der Fitnessprüfung zu sein. Als Misuto seine geheimen Absichten durchschaut, erklärt er unverblümt, dass er niemals zulassen würde, dass ein flirtender Typ wie Kawanami Yume zu nahe kommt. Diese kühne Aussage bringt Yume zum Erröten und Kawanami scheint etwas Interessantes zu entdecken. Der braunhaarige Schüler verrät Misuto nicht, was es ist, aber er besteht darauf, dass seine Absichten rein sind und er wirklich mit Misuto befreundet sein möchte. Kawanami neckt die Stiefgeschwister dann, indem er Misuto dazu bringt, sich umzudrehen und eine errötende Yume zu sehen. Als die Fitnessprüfung beginnt, nimmt Yume im medizinischen Raum ihre Maße. Während dieser Voruntersuchung starrt Akatsuki Minami fasziniert auf Yumes üppigen, naja, ihr wisst schon, Melone und so. Obwohl sie sich verständlicherweise darüber aufregt, fragt Yume das Mädchen höflich, was los ist. Minami entschuldigt sich für ihr Verhalten und erklärt, wie fasziniert sie davon ist, dass Yume so schlank ist und dennoch eine beachtliche Oberweite hat. Währenddessen wartet das kleinere Mädchen immer noch auf ihre eigene Wachstumsphase. Yumes Augen leuchten vor Einsicht und sie antwortet, dass sie erst letztes Jahr in die Pubertät gekommen ist. Die beiden Mädchen verbindet dieses gemeinsame Verständnis und eine aufgeregte Minami umarmt Yume, um zu hoffen, dass etwas von diesem Frontalsegen auf sie abfärbt. In der Turnhalle bleiben Yume und Minami als Partner für die Fitnessprüfung zusammen. Yume ist überrascht, wie aktiv Minami ist, obwohl das kleinere Mädchen ihre Abneigung gegen die Notwendigkeit von Fitnessprüfungen an einer solchen Eliteschule zum Ausdruck bringt. Ja, Freunde, Sportunterricht habe ich auch mal gehasst. Yume will sich nicht unterkriegen lassen und versucht bei den Übungen gut abzuschneiden. Ihr Image als begabte Schülerin wird zweifellos ruiniert werden, wenn alle herausfinden, dass sie nicht sportlich ist, zumindest denkt sie das. Misuto hingegen ist so unmotiviert wie immer. Sehr zu Yumes Verzweiflung. Also, es geht los. Zuerst der horizontale Sprung. Dann kommen Griffkraftübungen, Sit-Ups, Vorwärtsbeugen, der Standweitsprung, Softballwürfe und schließlich der 50-Meter-Lauf. Das ist eine Menge für eine Fitnessprüfung. Und ich glaube, Yume wird mir zustimmen, denn das Mädchen ist jetzt schon ganz schön außer Atem.
Währenddessen sieht Minami unbeeindruckt aus und schafft es sogar, vor Yume ins Ziel zu kommen. Die Überanstrengung, um ihren Ruf zu wahren, hat Yume so erschöpft, dass sie in Ohnmacht fällt. Zum Glück fängt Misuto sie noch rechtzeitig auf. Nachdem er Yume an Minami übergeben hat, geht der coole Typ davon, als wäre nichts passiert. Ohne auf die errötende Yume zu achten, fragt sich Minami laut, warum er überhaupt noch da ist, wo die Jungs doch schon mit ihren Aktivitäten im Freien fertig sind. In der Krankenstation ruht sich Yume auf dem Bett aus, mit Minami an ihrer Seite. Die aufrichtige Sorge, die Minami zeigt, bringt Yume dazu zu gestehen, dass sie nicht möchte, dass jemand erfährt, dass sie schlecht in Sport ist. Minami drückt ihre Freude über diese Entdeckung aus, denn das Wissen, dass selbst die hübsche und intelligente Yume Schwächen hat, macht sie weniger unerreichbar. Sie fühlt sich Yume jetzt näher als zuvor. Nach einer kleinen Stichelei fragt Minami, ob sie sie Yume statt Irido nennen darf, ein Schritt, der den Beginn ihrer wahren Freundschaft markieren wird. Yume stimmt zu, aber es fällt ihr schwer, Minami bei ihrem Vornamen zu nennen. Das kleinere Mädchen versichert ihr, dass es in Ordnung ist, es langsam anzugehen, und so nennt Yume sie weiterhin Minami. Nachdem Yume sich genug ausgeruht hat, kehren sie und Minami in ihr Klassenzimmer zurück. Sie treffen auf Misuto, als er gerade den Raum verlassen will. Bevor Yume etwas sagen kann, erklärt Misuto scherzhaft, dass sie dunkle Ringe unter den Augen hat. Minami beobachtet die beiden und erzählt der erröteten Yume, wie sanft Misuto zu ihr ist. Yume scheint es nicht zu verstehen und Minami sagt scherzhaft, dass sie es auch nicht versteht. Am nächsten Tag in der Schule stellt Minami überrascht fest, dass Yume mit 38 Grad Celsius Fieber zu Hause ist. Kawanami tadelt Minami zurecht, weil sie überreagiert hat. Aber Minami, sichtlich genervt von dem störenden Kerl, fragt, was er überhaupt dort macht. Natürlich, um seinen Freund vor einem Spinner zu retten. Daraufhin äußert Minami ihr Misstrauen und ihre Abscheu und meint, Kawanami wolle Misuto nur als Sprungbrett benutzen, um Yume näher zu kommen. Aber wie er Misuto bereits gesagt hat, hat er keine solchen Absichten. Für Kawanami ist Dating nur ein ROM, Read-Only Member, also ein Mitglied, das anderen nachspioniert, sehr zu Minamis Belustigung. Doch dann erinnert sich Minami an das eigentliche Thema und erklärt, dass sie Yume nach der Schule besuchen will. Misuto scheint zunächst zu zögern, aber natürlich nimmt er Minami nach der Schule mit. Sie gehen zu Yumes Zimmer, um sie beim Schlafen zu erwischen. In ihrem halbwachen Zustand sieht Yume fälschlicherweise Misuto aus der Mittelstufe bzw. Misutos Freund und nennt ihn beim Nachnamen. Das Mädchen schildert sogar, wie einsam sie sich ohne ihn fühlt. Misuto bemerkt sofort, wie seltsam sich seine Stiefschwester wegen ihres Fiebers verhält und lenkt seine Aufmerksamkeit auf Minami. Das fröhliche Mädchen erkundigt sich, wie es Yume geht und zeigt ihr alle Zutaten, die sie gekauft hat, um Brei für Yume zu kochen. Gemeinsam mit Misuto kochen sie und der Junge das Essen. Während sie Yumes Essen zubereiten, bemerkt Minami, wie schwer ihre Situation für Misuto sein muss. Was, wenn er eine Freundin bekommt? Wie würde er sie nach Hause bringen? Misuto weist ihre Fragen zurück, da er sagt, dass es unwahrscheinlich ist, dass er eine Freundin haben wird. Aber zu seiner Überraschung schließt Minami daraus, dass der Junge eine Freundin gehabt haben muss, aber mit ihr Schluss gemacht hat. Ja, Misuto, wenn ich du wäre, würde ich mir auch Sorgen um Minamis aufmerksame Augen machen. Als der Brei endlich fertig ist, gehen die beiden zurück in Yumes Zimmer. Minami besteht darauf, Yume zu füttern, was das kranke Mädchen verschämt annimmt. Bald ist es Zeit für Minami, nach Hause zu gehen. Bevor sie geht, stellt Minami Misuto noch eine letzte Frage für diesen Tag. Zwischen Yume und dir ist doch nichts Besonderes, oder? Sie fragt sich, ob zwischen Yume und Misuto etwas Besonderes ist oder ob sie einfach nur Geschwister sind. Obwohl Misuto über die plötzliche Frage ein wenig überrascht ist, lächelt er und sagt Minami, dass sie nur Stiefgeschwister sind. Minami ist sichtlich glücklich und erklärt Misuto, dass ihre Bindung als Geschwister etwas Besonderes ist, bevor sie mit einem Abschiedswinken nach Hause geht. Nachdem er sich von Minami verabschiedet hat, kehrt Misuto in Yumes Zimmer zurück. Yume äußert ihre Verärgerung darüber, dass Minami und Misuto sich so gut zu verstehen scheinen. Misuto deutet dies so, dass Yume nicht möchte, dass ein so gewöhnlicher Junge wie er ihrer Freundin nahesteht. Nachdem Yume ihr gesagt hat, dass er recht hat, erklärt Misuto, wie gesellige Menschen wie Minami jedem nahe zu sein scheinen können. Aber von der Miss Highschool Debut Yumi kann man das nicht behaupten. Bevor Yume etwas erwidern kann, sagt Misuto ihr, sie solle mehr schlafen, um sich zu erholen. Yume ignoriert diese Anweisung und fragt, ob Misuto irgendwo hingehen wird. Und obwohl er sagt, dass er zu Hause bleibt, fällt es Yume schwer, ihm zu glauben, weil er das letzte Mal gegangen ist. Er sagte einmal, er würde Yumes Hand halten, aber Misuto war nirgends zu finden, als sie aufwachte. Misuto merkt, dass sie von einer Zeit murmelt, als sie noch ein Paar waren. Er zieht sie damit auf, bietet ihr aber trotzdem seine Hand an. Yume nimmt sie gerne an und schläft bald darauf ein.
Während Yume wegschnarcht, denkt Misuto an seine Zeit in der Mittelschule zurück. Das Leben war einfach, er hatte eine Freundin namens Yume Ayai und sie waren wie jedes andere Paar. Sie schlossen sich über Bücher zusammen und hielten Händchen, wenn sie krank waren. Sie verbrachten ihre gemeinsame Zeit wie Jugendliche in einem Liebesroman, aber wegen eines kleinen Missverständnisses trennten sie sich nach dem Abschluss der Mittelschule. Ja, sie waren ein ganz normales Liebespaar, bis eines Tages Misutos Vater wieder heiratete und seine Stiefmutter mit niemand anderem als Yume selbst auftauchte. In diesem Moment schoss Misuto ein Gedanke durch den Kopf und er war sich sicher, dass Yume dasselbe dachte. Gott, warum? Später am Abend wacht Yume bald auf. Sie lächelt Misuto an und bittet ihn, ein paar Dinge für sie zu tun, unter anderem ihre Hand zu halten. Und siehe da, nach einer Temperaturkontrolle ist klar, dass Yumes Fieber bereits gesunken ist. Es stellt sich heraus, dass sie nicht mehr krank ist und nur Misutos Freundlichkeit ausnutzt. Der Junge zieht Yume deswegen auf, verzeiht ihr aber schließlich, nachdem sie sich entschuldigt hat. Dann verlässt er Yumes Zimmer, nachdem er ihr versprochen hat, ihr zu sagen, wann er woanders hingeht. An einem scheinbar normalen Abend sitzt Yume auf ihrem Bett und sieht sich ein paar von Misutos Boxershorts an. Bevor sie sich zurückhalten kann, schnuppert sie lange und intensiv an den Boxershorts. What? Yume reißt sich davon los und wirft die Unterwäsche weg. Wenn Misuto herausfindet, dass sie seine Unterwäsche hat, wird sie keine andere Wahl haben, als sich geschlagen zu geben und die jüngere Schwester zu werden. Als ob sie das zulassen würde. Niemals. Also schmiedet Yume einen Plan. Wenn alle schlafen, schleicht sie sich einfach in Misutos Zimmer und lässt die Boxershorts dort liegen. Aber noch bevor Yume Misutos Tür öffnen kann, stellt sich heraus, dass Misuto die gleichen Pläne wie sie hatte. Sie starren sich ein paar peinliche Sekunden lang an, während sie die Unterwäsche des jeweils anderen in der Hand halten. Oh Mann. Um die Dinge zu klären, haben Misuto und Yume eine Familiensitzung im Wohnzimmer, bevor ihre Eltern aufwachen. Nach langem Drängen bringt Misuto Yume schließlich dazu zu gestehen, warum sie ihre Boxershorts trägt. Yume erklärt, dass sie, als sie noch zusammen waren, jede Kleinigkeit, die Misuto ihr geschenkt hat, in einer Schatzkiste aufbewahrt hat. Süß. In der letzten Nacht ist sie irgendwie in ein früheres, düsteres Ich zurückgefallen, weshalb sie sich mit seiner Unterwäsche in ihrem Zimmer wiederfand. Sie war auch ziemlich besessen davon, dieses Schatzkästchen wie einen Schrein zu behandeln und diese Gegenstände anzubeten, aber Yume muss Misuto nicht mit so vielen Details versorgen. Bevor Yume ihn aufziehen kann, weil er ihr verheimlicht, wie glücklich ihn das gemacht hat, macht Misuto schnell weiter und erklärt seine Seite der Geschichte. Es stellt sich heraus, dass er zufällig ihre Unterwäsche gefunden hat und sie zurücklegen wollte, aber sein Vater kam vorbei und er hatte keine Gelegenheit mehr, dies zu tun. Obwohl dies zu zufällig erscheint, um wahr zu sein, gibt Yume schließlich nach und glaubt Misuto. Da beide offensichtlich verloren haben und außerdem beide die jüngeren Geschwister sind, können sie jetzt eine Sache voneinander verlangen, solange die Forderung nicht gegen die Regel zwischen Geschwistern verstößt. Nach dem Unterricht an diesem Tag erwischt Yume Misuto dabei, wie er mit jemandem in einer Fastfood-Kette ist. Sehr zu ihrer Irritation und Eifersucht, aber das würde Yume nicht zugeben, sieht das Mädchen fast so aus wie damals in der Mittelschule. Am nächsten Tag in der Schule erzählt Yume Minami, was sie gesehen hat. Fröhlich wie immer zählt Minami alle guten Seiten von Misuto auf, sodass es keine Überraschung ist, dass sich ein schüchternes Mädchen leicht in ihn verliebt. Dieses Gespräch beunruhigt Yume noch mehr. Was wäre, wenn Misuto mit einem schwachen und unschuldigen Mädchen spielen würde? Ihre Sorge wächst, als sie nach Hause kommt und neben Misutos Schuhen ein paar Mädchenschuhe findet. Wie konnte er so schnell eine Verabredung mitbringen, wo sie doch erst seit weniger als einem Monat in der Schule sind? Yume macht Fotos von den Schuhen als Beweis und ruft ihren Stiefbruder an, damit er das Haus verlässt. Das gibt ihr die Chance, das Mädchen, das Misuto einfach mit nach Hause genommen hat, zur Vernunft zu bringen. Yume nutzt ihren freien Wunsch, um Misuto dazu zu bringen, Nudeln für sie zu kaufen. Als sie hört, wie er das Haus verlässt, macht sich Yume auf den Weg zu Misutos Zimmer, aber wie bei einem Déjà-vu öffnet Misuto die Tür, bevor Yume sie öffnen kann. Ertappt bei der Lüge über die Nudeln, konfrontiert Yume Misuto mit dem Mädchen, das er mit nach Hause genommen hat. Sie zeigt ihm sogar Bilder von den Slippern, als er so tut, als wüsste er nichts von dem Mädchen. Misuto zeigt sich kurz überrascht, bevor er Yume auffordert, ihr Zimmer zu überprüfen. Verblüfft kommt Yume seiner Aufforderung nach und findet in ihrem Zimmer nichts, was nicht in Ordnung wäre. Misuto bestätigt nonchalant, dass er ein Mädchen zu Hause hatte, was Yume dazu veranlasst, sich einen pikanten Moment zwischen den beiden vorzustellen. Sie versucht, mehr Informationen zu erhalten, wird aber von Misuto abgewiesen. Später in ihrem Zimmer fragt sich Yume, ob sie es einfach falsch verstanden hat. Währenddessen telefoniert Misuto mit Kawanami und erzählt ihm alles, was an diesem Tag passiert ist. Misuto enthüllt, dass das Mädchen, mit dem er gegessen hat, Minami in Verkleidung war.
Sie hat ihn immer wieder bedrängt, sie zu heiraten, damit sie Yumes Schwester sein kann. Die Besessenheit dieses Mädchens von Yume ist unübersehbar. Misuto fragt Kawanami, Minamis Jugendfreundin, was er mit ihr machen soll. Obwohl Minami es gut meint, ist sie die Art von Mädchen, die sich so sehr an die Person klammert, von der sie besessen ist, dass sie daran zerbricht. Kawanami sagt Misuto, wie er sie aufhalten kann, und der Plan wird klar, als Misuto seine einzige Forderung nutzt, um Yume um ein Date mit ihm zu bitten. Wenn man mit seinem Ex unter einem Dach lebt, ist es schwer, schwierige Situationen zu vermeiden. Zum Beispiel, wenn man ihre Unterwäsche im Haus findet, wenn man versucht, sie unbemerkt zurückzugeben, wenn man erfährt, dass der andere ein Mädchen mit nach Hause gebracht hat und viele andere brenzlige Situationen, wie Misuto und Yume auf die harte Tour herausfinden müssen. Wenn die beiden endlich ehrlich zu sich selbst sind, können sie vielleicht zusammenarbeiten, um ihre Gefühle füreinander in den Griff zu bekommen. Und dann bekommen sie vielleicht eine zweite Chance für eine gesunde Beziehung.